Hallo, hier ist Sebastian Schulz für Pari SW. Neben mir ist Mickie Krause. Mickie Krause, hallo. Moin, moin. Wie konnte Hofheim dich dazu bringen, hierher zu kommen? Ja, ich war ja schon mal in Hofheim, damals war es draußen, da haben wir uns ordentlich den Arsch nass regnen lassen. Das war ja ein Sauwetter. Und ich habe eigentlich befürchtet, Hofheim zweite Mal wieder Open Air und dann Anfang April könnte in die Hose gehen. Ja. Aber jetzt sind wir im Haus des Gastes und haben die Bude ordentlich gerockt, der Laden war schon voll. Und das ist der Grund, nach Hofheim zu kommen. Hofheim, die Stadt an sich nicht gefällt dir? Wenn ich ehrlich bin, habe ich Hofheim immer nur dunkel erlebt. Ich bin also immer erst eine Stunde vor dem Auftritt angereist. Aber ich habe ja schon mal erzählt, meine Tante wohnt nicht weit von Hofheim entfernt in Zeit am Main. Ah ja. Und von daher kenne ich die Gegend. Ich habe früher in den 70er, 80er Jahren meine Ferien hier direkt verbracht. Ah ja. Und von daher kenne ich die Gegend so. Und scheiße ist es hier. Und auf Mallorca, dieses Jahr geht es wieder richtig zusammen. Es geht wieder richtig zur Sache. Ich bin am Mai wieder jede Woche in Rio Palace, sodass bis Anfang September. Jeden Dienstag in den Sommerferien zum Teil zweimal die Woche, weil dann die jungen Leute da sind, die gerade Abi haben oder gerade eine Ausbildung für das erste Ausbildungsjahr beendet haben. Das ist natürlich dann mit Mickie Krause gefallen. Dann meine Frage, wie lange machst du das schon in der Zeit? Also ich bin hauptberuflich unterwegs seit 1998. Ich habe mich nach meiner zweiten Ausbildung direkt selbstständig gemacht, war aber immer schon Musiker, also nicht so von heute auf morgen. Jetzt werde ich Musiker, jetzt bin ich 10 Jahre Friseuse. Ich habe schon mit 15 auf der Bühne gestanden in meiner ersten eigenen Rockband, mit 16 in der Schulband. Das hat sich wirklich über Jahre weiterentwickelt. Vielen Dank, das war Sebastian Schulz und Mickie Krause. Frohes Schaffen!